Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir Big Boy hier bekommen, endlich unseren ersten. Und sind jetzt gerade dabei, auf den nächsten zu sparen, auf den großen Bruder zu, auf den Bruder oder auf die Schwester zu warten, dass wir hier, aber dafür brauchen wir noch Gummi für. Unsere Produktion ist zwar schon im Vollarbeitungsmodus, aber ich glaube, die reicht einfach. Och, reicht einfach nicht mehr aus. Das ist leider, glaube ich, nicht mehr ausreichend mittlerweile. Jetzt bin ich beim Überlegen. Kriegt ihr das genug immer mit? Ich glaube nicht, dass hier genug immer rauskommt. Was könnten wir machen? Wir könnten natürlich mit Rohbenzin und Schwefel arbeiten. Wir bräuchten halt höllisch viel mehr Schwefel. Ha, ich bin schon überlegen. Wie viel Schwefel haben wir denn aktuell auf Lager? Schon einiges, ne? Wir tun jetzt hier drüben Schwefellager machen und tun ein bisschen unterstützen bei der Gummiproduktion, würde ich sagen. Warte, wo ist es denn? Aber gleich ist der Tank ja auch wieder voll, wie es ausschaut. Dann ist es gleich gar nicht doof, ein bisschen Gummi zu produzieren jetzt einfach mal. Vor allem, wir brauchen es so oder so aktuell, von daher. Wir geben einmal den Anschluss hier so. Dann brauchen wir für den Schwefel. Ich glaube, wieder blind gewesen einfach. Hier muss dann Schwefel, bin ich blind? Wo ist Schwefel? Ich bin gerade blöd da. Ja. Vollhalten. Und dann. Ne, wir machen hier einen Anschluss. Komm, von hier schließen hier an. Gut. Dann bauen wir das alles fertig. Du gehst auf die Treibstoff- und Schwefelproduktion. Dann kriegst du mit denen dran. Oh, Schatten. Jetzt wird es hier knappig. Lass die Seite doch mal weg. Könnte ein bisschen zu eng werden. Ah, hier fehlt was, oder? Schnell liefern, das machen wir aus. Dann sollte die Schwefelproduktion, die Gummiproduktion ein bisschen hochgehen. Haben wir denn aktuell 90? Sollten wir damit nicht mindestens einen herstellen können? Ne, 120 braucht es. Holy shit. Wie viele LKWs haben wir hier drin in der Produktion? 5, ne? Ja, wir haben aber viel Eisen, vor allem jetzt durch die. Holy shit, kommt da viele Ressourcen raus. Aha. Kupfer steht, warte mal, Kupfer steht uns still. Kupfer steht für uns still. Da müssen wir hier nochmal eine Rückholung machen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier einen Teiler reingemacht habe. Ach so, weil ich priorisieren wollte, was zuerst gefüllt wird. Flaches Förderband. Machen wir gleich das Zweier draus. Nee, warte mal, hä? Es geht doch genauso so rum. Nein, das war nicht der Plan.
Gut. So. Wir finden es an derselben Stelle entlang, um... alles so gut wie möglich zu halten. Ah, das blockiert jetzt. Wollte ich mich verarschen. Und jetzt bringt es raus. Okay, gut. Dann können wir jetzt hier einen flachen Ausgleich reinbauen. Wir können dich... Dankeschön. Hier so ranführen. Und dann den Ausgang nehmen zum Anschließen. Ich schaffe es so gut, alles zwei. Und hier drin sagen wir Priorität hier drauf. Ja, okay. Leute, ihr habt gemerkt, da war gerade ein Absturz, beziehungsweise die Aufnahme wurde auf einmal abgebrochen. Das habe ich erst gemerkt, als ich ein Foto gemacht habe und mich gewundert habe, warum Aufnahme nicht die Zeit nicht weitergeht. Ich habe das jetzt hier alles geupgradet. Wir haben jetzt hier eine schöne Verbindung. Das hier hat jetzt eine zweite, oder ist auch geupgradet worden. Und wir haben Big Boys Bruder bekommen. Na, schaut euch dieses Ding an. Das ist ja monströs, ist das. Und ihr wisst, wo das eingesetzt wird. Es gibt nur eine Stelle, wo das aktuell eingesetzt werden kann, und zwar bei Big Boy. Alter, dieser Riese. Wie viel kann er halten? 180, Alter. Wie viele Schaufeln sind es von ihm? Drei Stück. Okay, drei Schaufeln kriegt er damit voll. Schau, da muss doch jetzt Big Boy sicher mal die Schaufel kriegen, oder? Ich hoffe auf jeden Fall, dass Big Boy hier arbeiten darf. Ja, Big Boy kriegt den großen. Alter. Flup. Das ist eine andere Mining Operation. Alter. Ist das dumm. Schau dir das an, wie voll das Ding ist. Wir reden von 109 Gesteinsteilen. Lecco mio. Weil mein Kupfer ist durch. Wie weit geht die Kupfermine? Gut, die Kupfermine kriegt den Auftrag, das jetzt abzugraben. Let's go. Macht euch den neuen Minenweg frei. Da ist minus 20 gewesen, wir gehen auf minus 22 runter. Das ist gut so. Wo ist Big Boy unterwegs? Big Boy verkippt noch. Alter, ist das dumm. Weißt du was, wir tun aber gleich dann... Alter, der ist auch gleich fertig. Wir tun danach gleich nochmal einen zweiten machen und das wird dann die neue Mining Operation Main. Die kriegen nochmal eine eigene Truppe. Die werden das Ganze nochmal komplett verändern. Aber ich kann hier rein theoretisch dich auch einfach upgraden, ne? Wie viele kleine Bagger habe ich in der Gruppe drin? Ich glaube nur zwei, ne? Weil wenn ich eine Vierer-Truppe von euch haben möchte, dann muss ich euch nur upgraden. Bedeutet, ich schicke dir das Upgrade rein und dir genauso. Und dann werden die LKWs danach noch geupgradet. Oh, da ist er schon wieder, der große Burschi. Burschi ist auch wieder da. Das ist so unnötig, was ich gerade mache, aber es macht einfach Spaß. Das wird einfach die XL Mining Operation. Aber die können uns auch helfen, Fläche zu machen, wie blöd. Mit denen können wir wirklich halt große Projekte durchsetzen, ne?
mit denen ist viel möglich. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Oh, jetzt hier die Mine. Hier braucht man auch die breite Straße. Früher hätte ich gesagt, A1 breit reicht. Der braucht mindestens 2 breit. Stell dir vor, die tun irgendwann noch größere Bagger wie den einen für ein Lä- oder so ein Schaufelradbagger, der halt 4 Stunden zum Verstellen braucht und eine eigene Produktionsanlage oder sowas. Aber mit dem du halt so eine Mine im Einzelfall direkt angeschlossen mit einem Förderband machen kannst. Okay, das ist das Typische, das ist auch das Typische. Da kommt Bagger Nummer 2 angefahren. Es ist so dumm einfach irgendwie. Es ist so tierisch dumm. Vor allem muss ich jetzt halt darauf achten, dass wir noch die anderen kriegen. Warum sind die jetzt vorgeschoben worden? Ich verstehe es nicht. Warte mal. Der LKW kriegt ein Upgrade. Der LKW genauso. Wenn, dann muss die Mining Operation da groß werden. Die stehen jetzt alle an. Alter, ich habe gleich 4 große Bagger. Ey, das ist doch nicht normal. Okay, jetzt ist mein Lager aber noch leer. Okay, umkehren kann ich es auch nicht. Fun Fact. So, der Bagger fährt jetzt zurück und holt sich sein Upgrade. Oh shit, das war nicht genug. Abbrechen? So, jetzt hat. Dann werden nicht erstmal die noch gemacht und davon kann ich mir noch 2 leisten. Und dann kann ich den Bagger nochmal hinten anstellen. Besser, wir haben noch ein paar von den Kippern. Dir wurde schon Upgrade versprochen. Dir wurde auch schon Upgrade versprochen. Oh, ich habe gerade das aktuelle Upgrade abgebrochen. Hobbala. Können eigentlich die kleinen Bagger mit den großen Baggern noch interagieren? Das ist der falsche Bagger. Krieg den anderen Bagger auch mal bitte. Ich hätte gern den anderen Bagger, der da drinnen steckt. Jetzt hatte ich ihn gerade da, also. Der kriegt ein Upgrade und du kriegst auch ein Upgrade, oder? Also steht jetzt beide hinten an wieder, oder was? Da steht aber nur einer. Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Je mehr von den großen Muldenkipper da sind, desto besser ist es am Ende so oder so. Gut, aber kann es sein, dass wir langsam an unserem Limit laufen und wir eine zweite von dieser Anlage hier brauchen? Ich glaube fast, das ist bald so. Wir gehen hier wieder. Aber warte mal, kann ich den hier einfach? Ich kopiere die einfach, oder? Mal 2 Plätze dazwischen. Ja, machen wir. Und den Wasseranschluss. Ziehen wir hier vor und daran. Kann das Projekt auch beginnen. Die nächste große Hauptanlage. Wie viel Kohle hier schon abgebaut wurde. Jetzt kommen doch hoffentlich auch mal die von da hinten wieder zurück, oder? Ja, sind alle zurückgekommen. Schick. Wo will er denn hin? Warum will er nach da hinten? Wir haben da unten noch genug Arbeit. Kann Kupfererz nicht liefern. Kein gültiges Ziel. Er hat doch kein Kupfererz mehr. Ich habe es ihm doch abgenommen. Förderband 3 haben wir jetzt auch schon. Holy shit.
Ich sehe jetzt zwei von den Riesen schon rumfahren. Der dritte kommt sogleich. Ja, wir sind halt immer noch bei ein bisschen Kupfer, ne? Das ist unvermeidbar. Wir brauchen eine größere Kupferanlage. Dann können wir das Ganze auch hier stemmen. Dann können wir das Ganze hier stemmen. Also jetzt müsste ja dann die Kollegen die Lieferung hier machen können. Ich mag wissen, wenn der kippt, da muss doch so viel weggehen. Der muss unter der Nachfahren, glaube ich. Oder? Ne? Jetzt fährt er rückwärts. Wo fährt der hin? Wo willst du hin? Der verfährt jetzt erstmal das Kupfer. Ja, schon hier ist auch gleich sozusagen dann eine Art Durchbruch geschafft. Dann ist die Mine auch schon wieder ready. Dann kann man den Teil nicht auch anfangen abzugraben. Das hier ist natürlich jetzt aktuell eine sehr gefährliche Situation, aber man kann gerade nichts dran ändern, ne? Vor allem wie tief wir einfach arbeiten aktuell schon. Also das ist ja noch nicht tiefer. Ich glaube, das ist sogar tiefer. Aber wir arbeiten halt in Tiefen und die einzige nicht tiefe Mine ist das Eisenerz. Und warum? Weil wir es einfach können. Der griff sich hier hinten so schön rein. Das ist einfach zu lustig irgendwie. Oh, ich habe gerade wieder was gefunden. Die ganzen Aufgaben auf der wir wieder entfernen, das geht nicht. Das Ganze mit der Mining Operation schief langsam. Zwei Wagger kümmern sich eh schon drum und dann sollten wir auch genug Verkipppunkte noch haben, oder? Nicht im Minenbereich, okay. Dann ändern wir den Minenbereich ein bisschen. Wir ändern hier mal kurz das Ganze, damit das hier vor allem wieder frei ist. Und geben euch einen Planierbefehl. Oder wir geben einfach mal nur einen Verkippbefehl, weil ich glaube, das ist hier schlauer. Und dasselbe hier hinten. So und so. Dann können sie nicht wieder verkippen und wir haben wieder Zugriff auf mehr Sand. Wir haben halt das halbe Gebiss jetzt schon. Dann sind wir gleich beim Gold angelangt. Ich sag's euch. Ich bin erstaunt, dass die Holzfarm hier oben so gut reicht. Das finde ich immer noch sehr, sehr erstaunlich. Das ist der dritte Riese. Das ist halt brutal jetzt die Massen, die wir jetzt bearbeiten können, ne? Das macht halt schon einen fetten Unterschied. Müsste jetzt nicht als nächstes der Bagger dran sein? Ja, jetzt fehlt aber natürlich die eine wichtige Ressource fehlt jetzt. Und zwar hier. Die Fahrzeugteile 3 fehlen jetzt. Wo sind denn, welche Bagger sind wo? Du? Müsste auch wieder auf der Liste stehen, oder? Das habe ich gleich vorhin vergessen zu sehen. Ja, jetzt steht auch wieder auf der Liste. Super. Dann ist nicht die Mining Operation jetzt unsere Big Boy Aufgaben Transportsysteme. Und die können sich jetzt dann darum kümmern, dass zum Beispiel weiterer Aushub passiert für Großscale-Projekte. Ich glaube, das ist nicht gar nicht so doof. Da mal ein bisschen Säure. Das Lager füllen wir gerade sogar. Total vergessen. Lastwagen kann das Ziel nicht erreichen. Welcher Lastwagen? Du, wo willst du hin? Darf hier keine Ladung aufnehmen? Darf hier keine Ladung aufnehmen? Darf hier eine aufnehmen?
und verständlich, ich hoffe. Oder brauchen die einfach einen kompletten Zugriff, dass sie da was abholen? Nee, geht schon. Du siehst jetzt halt auf einmal voll viele von diesen Riesen rumfahren. Das ist so weird. Das ist nicht gut. Aber Leute, bevor ich jetzt weitermache, würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.